Gegen einen Toss auf Forschungsstätte Daedalos. Muss ich erstmal, ja, da spiele ich erstmal Pool First wieder. Warum? Keine Ahnung, gegen Toss spiele ich ungern Hedge First. Weiß auch nicht warum. Ich spiele generell zurzeit gegen alles eigentlich Pool First. Sicherer. Ja, ist echt so. Ja, ist so. Deswegen ja. Ist zwar nur eine halbe Minute, aber diese halbe Minute, die bringt schon echt gut. Bringt halt früher Linke, wenn man sie braucht, ne? Ja, das ist das Geile. Aber die Watchtower auf dieser Forschungsstätte, die sind so unnütz. Tut mir leid, aber das ist leider so. Muss ich einfach sagen, wie es ist. Aber ich freue mich auf Torchlight später. Muss ich echt sagen. Naja, notfalls spiele ich vielleicht auch den Dings, den dreckigen Berserker. Ja, ich habe ja auch nichts gegen den. Ich würde den ja auch spielen, so ist nicht. Aber ich hätte halt gern irgendwie einen Mage oder so. Oder den Ingenieur. Wenn er halt meint, er muss weinen, dann halt natürlich nicht, aber... Ich denke mal, Pity wird sich da schon zurückhalten. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Ja, wenn Basti weint und unbedingt den Outlander beispielsweise spielen will, meine Güte, dann soll er halt den Outlander spielen, ist mir dann ja egal. Gott. Eben. Spiel ich halt Berserker. Bin ich halt hau drauf. Ich wollte gerade sagen, also so schlimm ist es dann auch nicht, ne? Ich spiele jetzt kein One-Base-Roach-All-In, so wie das jetzt gerade aussieht. Würde ich nie tun. Würde ich echt nie tun, das weißt du doch. Deswegen setze ich gleich die Hedge. Ich habe dir schon mal gesagt, ich spiele keine All-Ins mehr. Was meine ich ernst? Weiß, die Probe hat gesehen. Oh, scheiße, der hat schon Hedge hier bei Minute 3 angefangen. Boah, er geht ja los, der junge Bursche. Spaß. Oh, erstmal schön den Overlord verpennt. Oh, ist ja wurscht. Frag mein Gott, wenn Basti und ich dann getauscht hätten, beispielsweise wenn er unbedingt Outlander spielen will, ne? Meint er gerade, und du im TS dann, boah, macht der Schaden. Boah, geil, alles One-Hit. Keiner kann mich killen, XD. Sau geil, der Typ, echt, ey. Es ist so geil. Boah, hättest du mal den Warrior gespielt, ne? Boah, ey, unglaublich. Das wäre voll geil. Das war echt chillowy, sag ich mal. Ja, dann sammel halt mehr Mineralien. Mein Gott, ist das so schwer. Ja, mach. Wieso kann ich ja... Ach so, jetzt weiß ich auch warum. Oh Mann, ey. Oh, wo sind wir denn hier? Ich dachte hier und so. Jetzt komm. Zack, Bums. Mehr Overlords, zack, sofort. Oh, Shenya.
Jawohl. Ja, ich wusste, dass das jetzt passiert. Deswegen habe ich so gemacht. So. Machen wir das mal so wieder. Ach, ist das ein Hurensohn? Greift er mich schon wieder mit seinem All-Innern? Mann! Hurensohn Protoss, echt, ey. Nein, mein Protoss. Alle haben was immer gesagt. Tossimba! No need mid order, only micro. Only micro. Tossimba, ey, only micro. Jawoll, abgewehrt! Auf Kosten von 16 Drohnen. Diese Toss ist eigentlich schlecht. Hä? Toss ist eigentlich schlecht, man kann ihn immer abwehren. Ah ja, aber auf Kosten von 16 Drohnen. Hey, geil! War echt billig heute. Hm, dann komm her. Ah, echt madig, muss ich echt sagen, Mann. Da muss ich erstmal die Eco wieder aufbauen, bevor ich irgendwas machen kann. Ja, ja. Naja, kostet mich halt noch ein Overlord. Ja, ja. Hab ja das Geld. Was denn sonst? Na, Mann. Hm? Ach, kostet mich gleich zwei Overlords. Ja, hab ja das Geld. Nimmt nach 10 Minuten erst eine Echse, der Sack. Spielt so greedy, der Typ. So, jetzt muss ich aber mal ein bisschen hier einen Push-Versuch machen. Mal so viele Schaben wie möglich sammeln jetzt. Hab jetzt nur ein Gas erstmal besetzt. Ja, ich nehme mal drei Gas auf jeden Fall. Brauch einiges an Gas jetzt auch. So. Er wird wahrscheinlich jetzt taggen. Ja, mich. Ja, witz. Was denn? Naja, ich hab hier gewonnen. Sehr schön, mein Sohn. Und du, mein Sohn? Ich bin gerade dabei. Und erledige meinen Job so gut ich kann. Aber es sieht gerade nicht so besonders schön aus. Ich spiele auch gegen einen Toss. Ach! Ja, stell dir vor, mein Sohn. Spiele ich gegen einen Toss, ne? Und der meint, der kann alles, ne? Sei ich auch ein Leer. Einmal ein kurzes Speed-Upgrade noch und dann rutscht er mir aber den Buckel runter, der Protoss, sag ich dir jetzt schon. Ich besorg's dem jetzt bald. Das geht mir schon krass auf die Nüsse, wie der mit mir umgegangen ist. Muss ich dir ehrlich sagen, mein Freund. Ist dein Ernst? Overseer in meiner Base?
Ding in meiner Base, so ein, wie heißt dieses scheiß Ding? Ding da? Weiß schon? Wo ist der Arsch? Ah, da ist er ja. Dieser Detektor da. Jawoll, in sein Gesicht. So. Sind wir gleich maxed. Roach Speed ist gleich durch und dann hat er hoffentlich verloren. Was ganz lustig wäre, wenn er jetzt wirklich auch so ein Dark Shrine spielt oder so. Oh, hast du da nichts oder was? Ja, doch, also ich habe zwei Overseer da direkt bei mir. Also das kommt, er kann gar nicht an mir vorbeikommen. Meine ganze Army steht ja drinnen. Fände ich aber echt ganz lustig, wenn er mir dann so mit den Tag, den er, dass er den voll verbraucht, in dem einfach nur einen Dark Shrine hinhaut. So, süßer. Der Brandy ist jetzt dann gleich maxed, ne? Also, du weißt Bescheid. Scheiße ist das dann. Ich hoffe, das tut dem Mann ziemlich weh. Und 1-1er Roaches habe ich jetzt auch noch schon durchbringen können, irgendwie. Klingt zwar nach nix, ist aber viel eigentlich, finde ich. So, machen wir das so. Injects braucht man noch. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich genug Micro habe, um das Ding zu schlagen. Mal schauen, ob der irgendwas hat. Oh mein Gott. Kolosse for free gehabt. Wunderschön. Oh, gut. Das tut so gut, diesen Protoss ins Gesicht zu schießen. Das ist einfach wunderschön. Wundervoll, wundervoll, wirklich. Einfach nur wundervoll. Hat er sich wahrscheinlich Force Fields gekauft? Ne, hat er gar nicht, so klug war er nicht. So, Stalker kann er auch knicken. GG, Motherfucker! Hahu! Das habe ich schön gewendet, das Spiel. Das habe ich schön gewendet. Muss ich sagen, da bin ich echt zufrieden mit mir in dem Spiel gewesen. Hat halt krass auf Kolosse getaggt, aber was willst du gegen so eine Übermacht machen, Mann? Haha. Halt dein Maul jetzt, verarsch mich nicht. Hat aber auch viel zu spät seine Echse genommen, ist halt voll all in gegangen, ne? Und dann. Ich hab Glück, dass ich anfangs meine drei Roaches gebaut habe. Die haben mir den Arsch gerettet. Ja, sonst war hier nicht mehr so viel. Wollt anfangen mit, wie heißen denn die, die Dinger da, wie heißen denn die Void Rays, genau.
Ich weiß damals noch, da war IU noch hier im TS und der Franz zusammen. Oh. Und dann habe ich halt mal gefragt, was sind eigentlich Void Rays? Genau. Weißt Ja. du es noch? Und die beiden so, weiß ich nicht, müssen wir mal fragen, was sind denn Void Rays eigentlich? Das Lustige war, sie haben im DHB-Chat wirklich gefragt, was Ja, ist eigentlich ein genau. Void Ich habe mich voll verarscht gefühlt. Ich wusste es halt wirklich nicht, Mann. Race? Ah, wunderschön, aber dass ich das noch gewonnen habe, muss ich sagen, gefällt mir echt sehr. Da bin ich auch verdient, Top 10 jetzt, Top 8 in Silber. Heart of the Swarm. Hab gegen den Gold-Master-Spieler gewonnen gerade. Na, sag ich dir. Das ist immer